der Vorlesung Quantenmechanik. Herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Nürnberger. Das hier ist Dr. Roger Jankutta. Er wird die Übung machen. Ich mache die Vorlesung. Und wir wollen Ihnen kurz einen kleinen Einblick geben, wie formal diese Vorlesung ablaufen wird. Denn wir werden diese Vorlesung größtenteils virtuell machen. Auf dieser Folie hier sehen Sie schon, die Vorlesung wird dienstags, mittwochs und donnerstags stattfinden, wobei dienstags um 11 die Übung sein soll, mittwochs und donnerstags um 10 ist dann jeweils die Vorlesung. Wir stellen uns das so vor, wir stellen immer Videos zu den Vorlesungen ein, die Sie sich bitte vorher anschauen und dann können wir mittwochs und donnerstags jeweils um 10 Uhr sowas wie eine virtuelle Fragestunde machen, im Sinne eines Inverted Classroom. Das heißt, wir werden mit einer Videosoftware, wahrscheinlich Zoom, das vom Rechenzentrum bereitgestellt wird, eine Videokonferenz eröffnen und dann dort Dinge diskutieren, die Sie in den Vorlesungsvideos gesehen haben. Bei der Übung wird es ähnlich ablaufen. Da komme ich dann gleich darauf zu sprechen, wie das implementiert werden wird. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, direkt nach der Vorlesung oder in der Übung, wenn wir dann eben digital hoffentlich miteinander verbunden sind. Sie können aber auch E-Mails schreiben oder einfach anrufen und, sofern es dann mal wieder möglich ist, auch einfach bei uns vorbeikommen mit Fragen. Das hat eigentlich immer am besten funktioniert, dass man einfach, wenn man eine Frage hat, erstmal selber kurz drüber nachdenkt und dann uns einfach kontaktiert, damit wir das gemeinsam ergründen können. Die Quantenmechanik-Übung. Also dienstags ist die Übung. Es gibt jeweils ein Übungsblatt, das mindestens eine Woche vorher hochgeladen ist in dem GRIPS-Raum, in dem Kursraum, in der Moodle-Software. Und wir stellen uns das jetzt folgendermaßen vor. Auf dieser Folie ist es hier erklärt. Und ja, wie wollen wir es machen? Wir haben, wie gesagt, ein Übungsblatt bereitgestellt. Es kann heruntergeladen werden und soll zu Hause bearbeitet werden. Und in der Übungsstunde selber werden kurze Lösungsvideos gezeigt und nach jeweiligen Videos zu jeweiligen Aufgaben können wir dann entsprechend noch offene Fragen klären und auch sonst, wie gesagt, nach diesen Veranstaltungen auch immer wieder gerne per E-Mail oder auch vorbeikommen, wenn es dann wieder möglich ist. Genau, auch da werden wir wahrscheinlich Zoom nutzen und wir würden es eigentlich auch ganz gern sehen, wenn nicht nur wir kurze Lösungsvideos zu den Aufgaben machen, sondern vielleicht auch Sie das ein oder andere Video erstellen und dann praktisch eine Lösung vorschlagen, die wir dann gemeinsam anschauen können und entsprechend auch kommentieren können oder durchgehen können, was richtig ist und was falsch. Es wird auch ein Quiz geben. Wie funktioniert das? Das wird implementiert im Kursraum, also in dem GRIPS-Kurs. Und jede Woche werden wir ein Quiz mit 10 Fragen hochladen. Ziel und Zweck des Ganzen ist es natürlich, sich mit den Inhalten der Vorlesung etwas besser vertraut zu machen und den Stoff zu wiederholen. Man kann es beliebig oft wiederholen und kann sich auch am Ende die richtige Lösung anzeigen lassen, ob Sie das möchten oder nicht, müssen Sie selbst entscheiden. Man kann es natürlich auch so lange immer wieder lösen, bis man alle 10 von 10 Punkten hat und danach dann, na gut, da braucht man auch nicht mehr nachschauen, ob man recht hatte, dann sieht man es ja direkt. Und man kann an den Folien hier auch erkennen, wie das abläuft, also es sieht dann immer irgendwie so aus, es gibt hier Fragen, man sieht, ob man hier richtig geantwortet hat oder nicht. Und es gibt sowohl Fragen, wo man irgendwas zuordnen muss, es gibt Multiple-Choice-Fragen, es gibt auch Fragen, wo man was eintippen muss oder wo man irgendwelche Begriffe zuordnen oder erklären muss. Das ist dann unterschiedlich gestaltet und hat als Vorteil, dass man natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr nachdenken muss, als nur bei einer Multiple-Choice-Frage, wo es 2 Antworten gibt. In der Vorlesung gibt es auch quantenmechanische Bücher. Es ist immer gut, wenn man das Lehrbuch zur Hand nimmt und einfach mal nachliest, in anderen Worten, wie das Ganze funktioniert. Und der Klassiker in der physikalischen Chemie ist natürlich dieses Buch hier, Atkins Physikalische Chemie. Ich habe die 4. Auflage, Sie sehen auf den Folien, es gibt mittlerweile die 5. Und was ist der Vorteil an diesem Buch? Es hat sehr, sehr gute Erklärungen und ist vor allem wunderschön bebildert. Also man kann es hier ganz gut sehen, hier wird zum Beispiel das Wasserstoffatom erklärt und Sie sehen, es gibt sowohl ausführliche Erklärungen als auch tolle Illustrationen, um sich das Ganze zu verdeutlichen. Natürlich sind hier auch die relevanten Formeln drin, allerdings nicht alle. Wenn man die Formeln im Detail wissen möchte, empfiehlt sich ein anderes Buch, das quasi komplementär dazu ist. Und zwar ist das dieses hier, Lehrbuch der physikalischen Chemie von Gerd Wedler und Hans-Joachim Freund. Und wenn man da mal reinschaut, stellt man fest, hier ist zum Beispiel die Seite zum Wasserstoffatom, da sind viel, viel mehr
ausführliche Herleitungen drin. Und hier ist zum Beispiel eine Tabelle mit allen oder mit den ersten 15 Orbitalen des Wasserstoffatoms. Und es gibt natürlich auch Illustrationen, aber das Ganze ist eben weniger anschaulich gestaltet und dafür mehr aufs Verständnis und die mathematischen Hintergründe hin optimiert. Das ist dieses Buch hier. Es gibt noch zwei andere, die ganz nützlich sein werden. Das eine ist Haken-Wolf, Atom- und Quantenphysik. Und von den beiden Herren Haken und Wolf gibt es auch noch ein anderes Buch, das heißt Molekülphysik und Quantenchemie. Und das deckt auch große Teile der Vorlesung ab. Und Sie sehen auch schon, sobald es um Atome geht, sprechen die von Quantenphysik. Und sobald es mehr als ein Atom gibt, ist es Quantenchemie. Und das ist auch der Schritt, den wir natürlich machen wollen. Wir wollen erstmal verstehen, wie beschreibe ich Atome und wie kann ich dann überhaupt erklären, dass es Moleküle gibt und wie die sich verhalten. Das sind die Bücher auf Deutsch. Und es gibt auch Bücher entsprechend auf Englisch. Natürlich gibt es den Atkins auch auf Englisch, der ist im Originale auch auf Englisch. Mittlerweile gibt es, glaube ich, die 10. Auflage schon. Ich habe hier noch die 5. Auflage. Und wenn man reinschaut, stellt man fest, das ist im Wesentlichen das Gleiche wie im deutschen Atkins, bloß eben auf Englisch, wer das lieber anschauen möchte. Den Wedler gibt es nicht auf Englisch. Dafür gibt es aber ein anderes sehr gutes Buch, das ich Ihnen nahelegen möchte. Und zwar dieses hier. Physical Chemistry, a Molecular Approach von Macquarie und Simon. Das ist wirklich sehr umfangreich und enthält auch alle notwendigen Herleitungen und Erklärungen und zum Teil auch manchmal sehr unkonventionelle Erklärungen, was das Ganze sehr abwechslungsreich macht. Und hier können wir mal reinschauen. Also hier sieht man zum Beispiel, das sind hier Matrizen und das werden wir ganz am Schluss der Vorlesung brauchen. Das hier ist nämlich die Hückel-Theorie und dann kann man hier zum Beispiel sehen, wie erklärt wird, wie für Butadien die Molekülorbitale aussehen. Die beiden Bücher von Haken und Wolf, die gibt es auch auf Englisch. Hier Physics of Atoms and Quanta bzw. Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry sind die beiden entsprechenden Übersetzungen der deutschen Bücher ins Englische. Also auch, wer ein englisches Buch lesen möchte, empfiehlt sich sicher, gerade im Hinblick auf den Master und vielleicht auf ein Auslandssemester, das man irgendwann mal macht, kann das tun. Im Wesentlichen sind da die gleichen Dinge enthalten wie in den deutschen Büchern. Und damit gehen wir dann auch schon zur Einführung und schauen uns an, um was wird es in dieser Vorlesung eigentlich gehen. Ich möchte versuchen, in dieser Einführung Ihr Interesse für die Quantenmechanik zu wecken und deswegen werde ich einigen Passagen, die in der Vorlesung vorkommen, hier schon vorweggreifen, um zu motivieren, warum wir das Ganze hier eigentlich machen und warum es interessant sein könnte, auch im Hinblick auf chemische Reaktionen. Die Quantenmechanik ist besonders wichtig für eine Disziplin, die Spektroskopie heißt. Und Spektroskopie ist nichts anderes als die Lehre vom Studium des Lichts und wie Licht mit Materie in Wechselwirkung tritt und interagieren kann. Und wir haben da wahrscheinlich alle eine Vorstellung davon und jeder weiß, dass bestimmte chemische Substanzen eben eine ganz gewisse Farbe haben und das kann man zum Beispiel über das Absorptionsspektrum messen. Aber wir können hier auch sehen, dass es nicht nur die Absorption gibt, sondern es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie Licht mit Hilfe oder mit Materie in Wechselwirkung treten kann. Wir haben auch die Emission, also manche Moleküle fluoreszieren, andere phosphoreszieren. Ganz allgemein spricht man auch von Lumineszenz. Es gibt auch Chemilumineszenz. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Knicklichter, die man einmal knicken muss und plötzlich leuchtet es wunderbar schön. Das ist aber immer noch nicht alles. Es gibt noch andere Prozesse, die eine Rolle spielen. Licht kann zum Beispiel auch gestreut werden an Materie und dabei auch seine Wellenlänge ändern. Und das wird wichtig sein bei Prozessen wie der Compton-Streuung oder der Raman-Streuung, die wir auch in dieser Vorlesung hier kennenlernen werden. Die Raman-Streuung dann im Detail etwas mehr in der Spektroskopie-Vorlesung, die im Anschluss an dieses Semester dann stattfinden wird. Warum ist es nützlich, sich die Wechselwirkung von Licht mit Materie überhaupt anzuschauen? Nun, das liegt daran, dass das Verhalten natürlich materialspezifisch ist. Wenn sich alle Materialien gleich verhalten würden, wäre es ja uninteressant. Aber so ist es zum Glück nicht, denn verschiedene Substanzen reagieren unterschiedlich auf Licht. Und das ist natürlich sehr nützlich, weil wir dadurch Rückschlüsse gewinnen können, welche Eigenschaften die Materialien haben, welche Substanz eigentlich vorliegt und wie die Substanz aufgebaut ist. Also wir bekommen Informationen über den Aufbau von Materie und können natürlich auch aus einer analytischen Sicht nachweisen, welches Molekül da jetzt vielleicht gerade vorliegt. Denn jedes Molekül hat zum Beispiel ein charakteristisches Absorptionsspektrum und wenn ich das nachweisen kann, dann ist die Chance ziemlich gut, dass ich
Schritt für Schritt verstehen kann, wie meine chemische Reaktion abläuft, weil ich zum Beispiel ein bestimmtes Intermediat durch sein Absorptionsspektrum nachgewiesen habe. Das ist die eine Seite der Medaille. Warum kommt es zur Wechselwirkung, ist natürlich die andere. Also es ist ja schön, dass wir wissen, dass es materialspezifisch Absorptions- und Emissionsspektrum und ähnliche Dinge gibt. Aber warum ist es überhaupt so? Und das ist die Frage, die wir uns hier natürlich in der Quantenmechanik-Vorlesung stellen werden. Es gibt verschiedene Theorien und Modelle, um zu verstehen, wie es zu diesen Wechselwirkungen kommt. Und natürlich ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, man möchte auch gerne vorhersagen, wie das Ganze funktioniert. Also man muss nicht nur verstehen, warum es so ist, sondern man muss die Theorie dahingehend auch entwickeln, dass man nicht nur Dinge überprüfen kann, sondern vielleicht auch vorhersagen kann. Und wir werden da einige neue Begriffe kennenlernen, die wahrscheinlich recht überraschend sind. Zum Beispiel, dass es so etwas gibt wie den Welle-Teilchen-Dualismus. Also mikroskopische Teilchen wie Elektronen, Atome oder auch Moleküle haben sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften. Gilt auch für Licht. Und das werden wir hier im Detail besprechen. Daraus resultieren sehr viele interessante Dinge, zum Beispiel so etwas wie Auswahlregeln. Was das ist, werden wir auch in der Vorlesung sehr genau durchnehmen. Auswahlregeln sagen mir, welches Licht überhaupt absorbiert werden kann und wenn es verschiedene Zustände eines Moleküls gibt, von welchem Zustand ich durch Wechselwirkung mit Licht überhaupt in einen anderen Zustand übergehen darf. Und natürlich interessiert uns aus chemischer Sicht, wieso kommt es überhaupt dazu, dass sich Atome zusammenschließen und daraus Moleküle bilden. Und das werden wir auch kennenlernen. Was ist überhaupt entscheidend dafür, dass es eine molekulare Bindung geben kann? Materie kann also mit elektromagnetischer Strahlung, also sprich mit Licht, in Wechselwirkung treten. Allerdings müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass natürlich nicht Licht gleich Licht ist. Nicht jedes Molekül kann jede Art von Licht absorbieren oder damit in Wechselwirkung treten. Und das liegt daran, dass natürlich elektromagnetische Strahlung eine ganz charakteristische Eigenschaft hat, nämlich seine Wellenlänge bzw. seine Frequenz oder auch seine Energie. Wie das zusammenhängt, werden wir auch in dieser Vorlesung wiederholen. Hier ist auf jeden Fall einmal aufgetragen, welche spektralen Bereiche es bei Licht gibt. Angefangen hier im ganz langwelligen Bereich, wo praktisch die Radiowellen wären, gefolgt von den Mikrowellen. Dann kommt ein Bereich, der Terahertz oder Ferninfrarot heißt, je nachdem, wie man fragt. Gefolgt von der Infrarotstrahlung. Nur dieser kleine Bereich hier im Bereich von 800 bis 400 Nanometer Wellenlänge ist überhaupt fürs menschliche Auge sichtbar. Daran schließt sich der ultraviolette Spektralbereich an. Hier haben wir dann die Röntgenstrahlung und für sehr, sehr kurzwellige Strahlung haben wir Gammastrahlung, die ja eigentlich nur beim Kernzerfall eine Rolle spielt. Die Übergänge, wo jetzt der eine Bereich aufhört und der andere anfängt, sind ein bisschen willkürlich. Also wenn Sie jemanden fragen, der vielleicht LEDs baut, der sagt 405 Nanometer ist schon eine UV-LED. Jemand anders sagt vielleicht UV fängt erst unterhalb von 400 Nanometern an. Und genauso ist es auch im oberen Bereich, ob jetzt bei 750 oder bei 800 Nanometer das Infrarote anfängt. Das ist je nach Lehrbuch verschieden. Aber so grob kann man an dieser logarithmischen Skala hier sich orientieren, wo welcher Bereich ungefähr anfängt und welcher aufhört. Licht wird auch von irgendwas ausgesendet und das ist auch interessant. Woher kommt eigentlich das Licht? Welche Wellenlängen treten denn eigentlich auf, wenn jetzt mein Molekül oder irgendeine Substanz denn eigentlich Licht emittiert? Sie alle kennen vielleicht, hoffentlich nicht aus eigener Erfahrung, eine glühende Herdplatte. Warum glüht die denn eigentlich und welche Strahlung wird dabei ausgesendet? Das werden wir auch kennenlernen bei der Planck-Verteilung, denn da gibt es das Planck'sche Strahlungsgesetz, das beschreibt, welche Strahlung ausgesendet wird von einem Körper, der eine bestimmte Energie hat. Und wir werden dann aber auch sehen, dass das für Moleküle eigentlich gar nicht die relevante Größe ist, sondern da spielen ganz andere Effekte eine Rolle, nämlich welche Energiezustände überhaupt erlaubt sind und warum es bestimmte diskrete Energiezustände in Molekülen überhaupt gibt. Das werden wir auch in dieser Vorlesung erfahren. Atom- und Molekülspektroskopie befasst sich also mit der Wechselwirkung von meiner Materie mit Licht. Und hier möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, den ich eigentlich immer sehr anschaulich finde und den man auch immer im Hinterkopf haben sollte, nämlich dass Spektroskopie auch immer irgendwas zu tun hat mit der Bewegung von Teilchen in meinem System. Und je nachdem,
welche Art der Wechselwirkung ich habe, mit welchem Energiebereich, mit welchem Spektralbereich meines Lichtes, habe ich unterschiedliche Bewegungen, die durch die Wechselwirkung beeinflusst werden. Und das ist in diesem schönen Diagramm hier dargestellt. Wir fangen mal hier in der Mitte an. Wechselwirkung mit sichtbarem oder ultraviolettem Licht. Und was ist hier gezeichnet? Diese beiden Punkte hier sollen zwei Atomkerne sein, also das hier ist ein Molekül. Und die durchgezogenen Linien sind jetzt sowas wie Orbitale, wo sich die Elektronen drin aufhalten dürfen. Und wenn nun mein Molekül mit sichtbarer oder UV-Strahlung in Wechselwirkung tritt, dann wird wahrscheinlich ein Elektron von einem Orbital in ein anderes Orbital angehoben. Und dadurch ja, verändert sich die Wahrscheinlichkeit, wo ich dieses Elektron in meinem Molekül antreffen werde. Ich ändere hier also die Elektronenverteilung, indem ich sichtbares oder ultraviolettes Licht hernehme, um mit meinem Molekül in Wechselwirkung zu treten. Ich kann auch Röntgenstrahlung hernehmen. Damit ist es möglich, Elektronen anzuregen, die sehr stark an einem Atomkern gebunden sind, also sehr fest gebunden sind. Und da brauche ich entsprechend mehr Energie, um die in höhere Niveaus zu bekommen. Und das kann man mit Hilfe von Röntgenstrahlung erreichen. Moleküle können aber ja noch ein bisschen was anderes. Also Moleküle sind nicht nur die Elektronen, sondern die Bewegung von Molekülen umfasst auch andere Freiheitsgrade. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass das Molekül auch schwingen kann. Und das sehen wir hier, ein zweiatomiges Molekül. Und es kann sich der Abstand der beiden Atomkerne voneinander ändern. Und wenn ich diese Art der Bewegung anregen möchte, muss ich mit Licht in Wechselwirkung treten, das eben genau die richtige Energie mitbringt, um diese Bewegung hier in Gang zu setzen. Und das wäre die Infrarotstrahlung. Also mit Hilfe der Infrarotstrahlung kann man die Konfiguration der Atomkerne verändern und sozusagen Schwingungsenergie in mein System hineinstecken. Wenn wir noch etwas energieärmer werden, also noch längerwellige Strahlung heranziehen, dann sind wir im Bereich von Mikrowellen. Und welche Art der Bewegung kann von Moleküle denn mit Hilfe von Mikrowellen verändert werden? Und das ist hier angedeutet. Wir haben wieder ein zweiatomiges Molekül und die Moleküle können, zumindest in der Gasphase, sich auch frei um einen Schwerpunkt bewegen, also die rotieren. Und diese Rotationsbewegung ist jetzt auch nicht beliebig, sondern ich kann nur ganz bestimmte Energieportionen hineinstecken und das mache ich mit Hilfe von Mikrowellenstrahlung einer geeigneten Frequenz. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass ich noch energieärmere Strahlung habe und damit kann ich folgende Prozesse hier untersuchen. Hier sehen Sie ESR, Elektronenspinresonanz. Was ist hier der Fall? Ich habe mein Molekül in einem Magnetfeld und wenn ich ein ungepaartes Elektron habe, das Elektron hat einen sogenannten Spin. Werden wir auch noch kennenlernen, was das eigentlich genau ist. Und wenn ich nun auch hier Licht der richtigen Wellenlänge einstrahle, dann stelle ich fest, dass ich den Spin umklappen kann. Und wenn ich den Elektronenspin umklappe, kann ich anhand der Frequenz, bei der das möglich ist, sehr viel über das Molekül wieder lernen. Das ist Elektronenspinresonanz. Und wenn Sie noch energieärmer werden, hier in den Radiowellenbereich, dann kommen Sie zur NMR, zur Kernspinresonanz. Das ist vom Prinzip her sehr ähnlich. Allerdings geht es hier nicht um Elektronenspins, sondern um den Spin, den ein Atomkern hat. Denn auch dieser ist in einem Magnetfeld in eine bestimmte Richtung ausgerichtet und durch Wechselwirkung mit Radiowellen können Sie den Kernspin umklappen und sehen dann an der Absorption zum Beispiel von dieser Radiofrequenz, dass dies möglich ist und können daraus Rückschlüsse gewinnen, wo oder welche Eigenschaften dieses Molekül denn hat. Hier unten ist noch aufgetragen, dass wir natürlich Licht in unterschiedlichen Einheiten darstellen können. Wir können es beschreiben durch seine Wellenlänge, wie hier gezeigt ist. Und hier unten ist grob aufgetragen, welche Wellenlängen denn in welchem Spektralbereich eine Rolle spielen. Also sichtbares Licht ist hier im Bereich von Nanometern. Gammastrahlung oder Röntgenstrahlung wäre hier bei deutlich kleineren Wellenlängen. Und ja, nach oben sieht man, für NMR braucht man dann schon Strahlung, die eine Wellenlänge im Meterbereich hat. Man kann das Ganze auch ausdrücken durch die Wellenzahl. Die Wellenzahl ist 1 durch die Wellenlänge. Werden wir auch kennenlernen, warum man das macht und warum das gerade in der Schwingungsspektroskopie von Vorteil sein kann. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Wellenlänge und der Frequenz von Licht. Licht ist ja eine schwingende elektromagnetische Strahlung und die schwingt mit einer bestimmten Frequenz. Und wenn ich diese Frequenz in Hertz darstelle, dann sieht man hier ungefähr,
welche Größenordnungen hier durch die verschiedenen Spektralbereiche überspannt werden. Und hier steht Energie. Die Energie, die hier gemeint ist, ist in Joule pro Mol aufgetragen. Wir könnten es auch in sowas wie Elektronenvolt auftragen. Auf jeden Fall gibt es ganz charakteristische Energieportionen für meine elektromagnetische Strahlung. Und das ist auch der erste große Hinweis gewesen auf die Quantenmechanik, dass Licht nur in ganz bestimmten Energiehappen überhaupt auftreten kann. Das ist der Fotoeffekt, auf den wir auch zu sprechen kommen werden. Und mit Hilfe dieser quantenmechanischen Eigenschaften, die wir kennenlernen werden, kann man jetzt sehr viele interessante Dinge beantworten. Das Erste, an das man vielleicht aus Chemikersicht denkt, ist das Periodensystem. Und da könnte man die Frage stellen, warum eigentlich ist denn die Edelgaskonfiguration besonders erstrebenswert? Woran liegt das? Oder warum sieht das Periodensystem überhaupt so aus, wie es aussieht? Warum darf ich das so anordnen? Klar, es nimmt immer pro Element um ein Elektron zu, aber warum hört das irgendwann auf und ich fange dann wieder auf der linken Seite an, aber eine Reihe weiter unten? Ist es überhaupt die einzige Darstellung, die ich wählen könnte, um ein Periodensystem sinnvoll anzuordnen? Und das wir so kennen, ist nicht unbedingt die einzige Darstellung. Sie sehen hier das Benn-Phi-Periodensystem, das 1964 mal vorgestellt wurde. Da ordnet man es anders an, da geht man hier immer im Kreis. Allerdings, bestimmte Dinge sind dann doch wieder sehr ähnlich. Man sieht hier zum Beispiel, dass die Halogene oder auch die Edelgase hier übereinander stehen, genauso wie in dem Mendeleevschen Periodensystem, das bei uns in den Hörsälen hängt. Aber woran liegt es, dass ich das Ganze so sortieren kann? Das werden wir also kennenlernen. Man kann sich natürlich auch fragen, wie kommt es überhaupt zu einer chemischen Bindung und warum sollte ein Kohlenstoff zum Beispiel eine einfache, eine Doppel-, eine Dreifachbindung eingehen können, aber nicht eine Sechsfachbindung. Und da fand ich ganz lustig, letztes Jahr war ich auf einer Konferenz an einer deutschen Uni und da hingen diese Postkarten, oder diese Postkarten konnte man mitnehmen, das Oxytocin abgebildet, ja, ein Molekül, das ja, als Wohlfühlhormon oder so beschrieben wird. Auf jeden Fall war dem Grafikdesigner wohl nicht so ganz klar, wie das Molekül genau aussieht. Und ich fand es insofern beeindruckend, dass es da einige Studenten gab, wahrscheinlich Chemiestudenten, die das Ganze korrigiert haben. Und Sie sehen, dass die hier zum Beispiel festgestellt haben, diese beiden Wasserstoffe gehören da nicht hin, dafür müsste hier noch einer mehr sein. Und wenn Sie hier hinschauen, das fällt dem Chemiker vielleicht direkt auf, hier hätte man einen Kohlenstoff mit 6 Bindungen. Das wird wohl so nicht funktionieren. Aber warum eigentlich nicht? Wieso gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Bindungen, die ein Kohlenstoffatom eingehen kann? Intuitiv kennen Sie das wahrscheinlich aus den meisten Organik- und Anorganik-Vorlesungen schon und machen das auch immer richtig, dass man natürlich nicht beliebig viele Elektronen in ein Orbital oder zu einem Atomkern zuordnen darf. Aber woran liegt das eigentlich? Wir malen da immer diese hübschen Hanteln hin, so wie hier. Und die Frage ist, was sollen die eigentlich verdeutlichen? Ist das wirklich ein Orbital oder ist das, wie wir später sehen werden, vielleicht nur der winkelabhängige Anteil eines Orbitals? Und warum haben die überhaupt diese Form? Was soll mir das sagen? Und auch das andere hier, dass wir hier solche Niveaus haben, wie hier bei diesen p-Orbitalen, und dann nur 2 Elektronen reinstecken dürfen, die jetzt auch durch 2 Pfeile angedeutet werden, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Woher kommt das? Woher kommt dieses Pauli-Prinzip, dass ich nur 2 Elektronen haben darf, die in einem Orbital sind? Das werden wir auch kennenlernen. Und als kleines Quiz hier, wer dieses Bild hier ein bisschen genauer anschaut, wird feststellen, dass es 5 Fehler gibt und diese 5 Fehler kann man natürlich gerne suchen und am Schluss des Videos ist dann die Auflösung, wo diese 5 Fehler denn genau sind. Nun war es also so, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer mehr Widersprüche zur klassischen Physik aufgetreten sind. Die experimentellen Befunde waren einfach nicht mehr erklärbar mit den vorherrschenden Theorien. Und deswegen musste man sich eben von diesen vorherrschenden Theorien verabschieden und sich quasi von der Anschaulichkeit, die man bisher kannte, loslösen. Während in der Relativitätstheorie Raum und Zeit dieser gemeinverständlichen Bedeutung entrückt sind, war es in der Quantenmechanik die Tatsache, dass man von deterministischen Teilchenbahnen oder sowas abgerückt ist und mikroskopische Teilchen mit Hilfe von Wellenfunktionen beschreibt. Die Quantenmechanik ist sicherlich nicht die einzige Theorie, die entwickelt wurde, aber sie ist durch Experimente so gut untermauert, dass sie immer noch die Grundlage zur Beschreibung des Verhaltens mikroskopischer Teilchen
in vielerlei Bereichen, ob jetzt Atom- und Molekülchemie, Festkörper, Physik oder Elementarteilchenstudien darstellt. Wir können uns auch die Frage stellen, warum gibt es jetzt bestimmte Farben? Sie kennen wahrscheinlich das hier aus Ihrem Praktikum. Also ich kann hier so einen Flammentest machen. Lithium, Natrium, Kalium haben hier unterschiedliche Flammenfärbungen. Okay, da kann man sich jetzt fragen, wieso sind die unterschiedlich gefärbt? Was ist denn bei Lithium anders als bei Natrium? Lithium und Natrium und Kalium haben offensichtlich ganz andere Farben. Und die nächste Frage, die man sich dann stellen kann, ist, wieso gibt es da überhaupt eine vorherrschende Farbe? Warum ist es nicht einfach weiß? Das werden wir auch kennenlernen und sehen, dass es eben bei diesen Atomen hier ganz wohl definierte, diskrete Übergänge gibt, die überhaupt mit Hilfe von Energie anregbar sind. Und das Ganze funktioniert nicht nur für Atome, sondern man kann sich das auch für andere Dinge überlegen, zum Beispiel für kleine und große Moleküle. Und was wir hier sehen, ist Isopren. Isopren ist ein kleines farbloses Molekül. Und das kann ich jetzt kombinieren und daraus irgendwelche Terpene aufbauen. Und was hier gezeigt ist, ist in dieser Reihe hier unten, sehen wir Squalen. Man sieht, das sind einige Isopreneinheiten kombiniert. Und das ist ein großes Molekül, das für den menschlichen Körper bzw. für den Stoffwechsel auch von hoher Relevanz ist. Allerdings sehen wir hier, das ist auch farblos. Ich kann aber diese Isopreneinheiten auch anders zusammenbauen und dann zum Beispiel Lycopin bilden. Dieses Lycopin hier, das ist knallrot, ist der Lebensmittelfarbstoff E160D und ist auch das Molekül, das Hagebutten oder Tomaten oder Wassermelonen die schöne rote Farbe gibt. Und woran liegt das jetzt, wenn man sich das hier anschaut? Die sind ja schon recht ähnlich, so auf den ersten Blick. Allerdings, die untere Verbindung ist rot, die obere ist farblos. Und Sie sehen, hier habe ich natürlich konjugierte Doppelbindungen, die ich hier nicht habe. Und das werden wir auch kennenlernen, ganz am Schluss zum Beispiel beim Hückel-Verfahren, wie man abschätzen kann, wie für konjugierte Moleküle die Orbitale, die erlaubten Zustände der Elektronen in einem Molekül liegen und wie man daraus dann auch bestimmen kann, welches Licht mit diesem Molekül dann vielleicht in Wechselwirkung treten kann. Das wäre dann praktisch dieser Punkt hier, wie kann ich dies vorhersagen, dass eine Verbindung farblos ist und die andere nicht und welche Farbe vielleicht absorbiert wird. Und da werden wir einige unterschiedliche Theorien hier kennenlernen. Über das sogenannte Teilchen im Kasten ist es auch schon recht gut abschätzbar oder eben über die Hückel-Theorie oder in späteren Vorlesungen dann eben über quantenchemische Methoden, wie man das sehr schön berechnen kann. Die Quantenmechanik ist aber auch für ganz andere Bereiche von großem Interesse, zum Beispiel für so einen Bereich wie die Astrochemie. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, was ist die Astrochemie? Ja, die Astrochemie ist eine Wissenschaft, die sich damit befasst, wie Moleküle sich im Universum verhalten und welche chemischen Reaktionen diese eigentlich eingehen. Und da ist besonders interessant zum Beispiel die Zusammensetzung von Gaswolken, denn daraus entstehen ja Sonnensysteme und wenn man verstehen will, was da genau abläuft, ist es natürlich gut, wenn man erstmal rausbekommt, aus was so eine Gaswolke besteht. Und hier ist ein Bild gezeigt vom Orionnebel und es wäre natürlich interessant zu wissen, aus was besteht denn der Orionnebel eigentlich? Gut, der Orionnebel ist leider 1350 Lichtjahre von uns entfernt. Also ich kann nicht einfach mal hinfliegen und eine Probe nehmen und dann schauen, was drin ist. Also ich muss das irgendwie anders rausbekommen, was denn eigentlich ja, die Substanzen sind, die meinen Orionnebel zusammensetzen. Und da werden wir sehen, dass auch die Spektroskopie einen großen Beitrag leisten kann. Denn man kann zum Beispiel ein Rotationsspektrum aufnehmen von diesem Orionnebel. Also man schaut sich an, welches Licht wird hier im Gigahertzbereich, also das ist im Mikrowellenbereich, ausgesendet von diesem Nebel. Und man sieht, dass man hier sehr wohl definierte Linien hat. Also wenn Sie hier mal schauen, hier Sie sehen ganz, ganz viele Linien und hier oben stehen auch schon die Moleküle dran, zu denen diese Linien gehören. Und das ist natürlich einer der Vorteile der Spektroskopie. Man kann aus solchen Spektren zurückschließen, welche Substanzen diese Linien, dieses Licht hier zum Beispiel ausgesendet haben. Und dafür muss ich praktisch Experimente auf der Erde machen. Zum Beispiel nehme ich sowas wie Formaldehyd, bringe es in die Gasphase und schaue mir an, was sind die experimentell beobachtbaren Rotationsübergänge
die verschiedenen Energien, die absorbiert werden. Und das kann ich dann vergleichen mit zum Beispiel einem Emissionsspektrum des Orionnebels und dann klar sehen, aha, 222 Gigahertz entspricht hier einem SO2-Molekül bzw. einem Rotationsübergang im SO2-Molekül. Spektroskopie kann also dazu dienen, um materialspezifisch festzustellen, welche Substanzen überhaupt vorliegen. Und dafür muss ich auch nicht ins Weltall fliegen, sondern auf der Erde funktioniert das auch. Sie alle kennen Lösungsmittel, Flaschen und ich hoffe, es passiert nie, aber für den schlimmen Fall, dass irgendwie sich das Etikett mal ablöst und Sie nicht mehr wissen, was drin ist, was könnten Sie machen? Und Sie könnten zum Beispiel eine Probe nehmen und in ein Infrarotspektrometer halten und dann messen Sie zum Beispiel so etwas. Das hier ist ein Infrarotabsorptionsspektrum von flüssigem Ethanol und Sie sehen, dass es da wohldefinierte Peaks gibt, wohldefinierte Signale und daraus können Sie durch Vergleichsmessungen eben eindeutig bestimmen, was für eine Substanz vorliegt. Also wenn Sie dieses Spektrum messen, können Sie sagen, aha, hier gibt es eine OH-Schwingung oder sowas und das ist ein Alkohol und mit einigen anderen Vergleichen können Sie dann sehen, dass das zum Beispiel Ethanol ist. Das Beispiel mit den Lösungsmitteln ist vielleicht etwas langweilig, aber auch in der Anwendung gibt es sowas und ich habe hier nur ein Beispiel herausgenommen, das ich ganz interessant fand und zwar der schottische Zoll kann folgendermaßen vorgehen. Es gibt da nichts, was nicht gefälscht wird und schottischer Whisky wird zum Beispiel auch gefälscht. Also man kann billigen Whisky nehmen, klebt ein teures Etikett drauf und wie kriege ich dann raus, dass das gar nicht der Whisky ist, um den es geht. Und auch ein Whisky hat tatsächlich ein charakteristisches Absorptionsspektrum und mit Hilfe von Spektroskopie kann man tatsächlich entlarven, ob der Whisky in der Flasche der Whisky ist, der außen auf dem Etikett steht. Jetzt hatte ich ja schon gemeint, es gibt den Welle-Teilchen-Dualismus. Was genau bedeutet das? Ja, wir werden sehen, dass zunächst fürs Photon und dann später auch für Materie, dass sich Licht sowohl verhält wie eine Welle als auch wie ein Teilchen. Also Licht ist sozusagen beides. Licht ist eine Welle und auch Teilchen. Und das mag einem erstmal komisch vorkommen, denn Welle und Teilchen haben ja in der klassischen Sicht völlig unterschiedliche Eigenschaften. Eine Welle ist zum Beispiel über einen großen Bereich ausgedehnt, so Sie sehen hier oben, wo der Tropfen ins Wasser fällt, da erzeuge ich eine Wasserwelle, die ist ja jetzt nicht an einem Punkt lokalisiert, sondern die breitet sich im Raum aus und hat hier auch nicht einen Wert, sondern eine kontinuierliche Amplitude. Bei einem Teilchen stelle ich mir das klassisch ganz anders vor, wenn ich an eine Billardkugel denke, da kann ich genau sagen, wo die Kugel liegt und ich kann ja auch bestimmte Größen zuordnen, wie zum Beispiel eine Masse. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, was passiert, wenn zwei davon aufeinandertreffen. Ja, wenn zwei Wellen aufeinander zulaufen, die können sich gegenseitig durchdringen und wechselwirken eigentlich nicht. Also wenn ich Sie anbrülle und Sie mich anbrüllen, verstehen wir uns beide, weil die Schallwellen jeweils durchdringen. Wie sieht es aus bei Teilchen? Wenn ich jetzt wieder zwei Billardkugeln nehme, die durchdringen sich erstmal nicht. Also wenn zwei Billardkugeln aufeinandertreffen, dann wird es wohl zu einer Kollision kommen und die wechselwirken sehr wohl. Und wenn jetzt Licht sowohl eine Welle als auch ein Teilchen sein soll, was passiert denn dann eigentlich? Das ist etwas, was uns hier auch interessieren wird. Und dieser Comic, der hier gezeigt ist, der versucht es auch etwas zu erklären. Also das Photon, das ist dann das Quant des Lichts, wie wir sehen werden, das ist praktisch die Teilchendarstellung des Lichtes. Es gibt auch die Wellendarstellung des Lichtes, das ist hier angedeutet durch diese angedeutete Schwingung. Und wenn Sie lesen, was hier dieses Teilchen oder diese Welle sagt, wo bin ich, was ist mein Impuls oder wo bin ich überhaupt, warum sollte mich das kümmern, ich bin noch nicht mal sicher, ob ich eine Welle oder ein Teilchen bin. Nun, in dieser Darstellung ist zusammengefasst, dass es den Welle-Teilchen-Dualismus gibt und dass das zu einigen sehr interessanten Dingen führt. Und die linke Sprechblase soll praktisch die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation andeuten, dass ich von einem Teilchen nicht genau sagen kann, wo es ist und welchen Impuls es hat. Also das kann ich nicht mit absoluter Genauigkeit gleichzeitig bestimmen. Das ist auch etwas, was wir hier in dieser Vorlesung kennenlernen werden. Und wir werden auch sehen, das gilt nicht nur für Licht, sondern das gilt auch für das Elektron. Wir werden also in Kapitel 2 und 3 kennenlernen, was spricht dafür, dass Licht auch ein Teilchen ist. Und in Kapitel 3 dann eben, was spricht dafür, dass ein Teilchen wie ein Elektron eigentlich auch wie eine Welle beschrieben werden kann.
So viel also zur Motivation und nun möchte ich einen kurzen Überblick noch geben, welche Kapitel uns in dieser Vorlesung überhaupt begegnen werden. Es sind 12 Kapitel, beziehungsweise jetzt nur noch 11, denn die Einführung haben wir schon hinter uns. Da wollte ich Ihnen nahebringen, wozu wir eigentlich Spektroskopie machen wollen, was wollen wir verstehen und eine zentrale Frage, die uns öfters begegnen wird, wie ist sowas beschreibbar als Welle oder als Teilchen oder vielleicht als beides, je nachdem, wie ich mein Problem eben betrachte. Und das werden wir in Kapitel 2 nun auch als nächstes dann besprechen. Wir werden ausgehend von elektromagnetischer Strahlung das Photon kennenlernen. Das Photon ist die kleinstmögliche Energieeinheit elektromagnetischer Strahlung, also das Quant der elektromagnetischen Strahlung. Und wir wollen das jetzt so, wie es historisch auch tatsächlich Schritt für Schritt dann erfasst wurde, betrachten. Also wir fangen an bei Welleneigenschaften. Also Licht lässt sich beugen, Licht interferiert. Allerdings werden wir auch kennenlernen, es gibt einige Dinge, die dann eben nicht mehr nur durch die Welleneigenschaften des Lichtes erklärbar sind. Dazu gehören die Schwarzkörperstrahlung, so wie es hier rechts abgebildet ist. Dazu gehört der photoelektrische Effekt, für den Albert Einstein ja den Nobelpreis bekommen hat. Oder auch der Compton-Effekt, den wir dann auch kennenlernen, wo Licht gestreut wird und dabei seine Wellenlänge ändern kann, was auch klassisch nicht erklärbar ist. Dann gehen wir einen Schritt weiter und machen sehr ähnliche Betrachtungen, allerdings jetzt für das Elektron. Und auch hier gehen wir historisch vor. Das heißt, wir tun erstmal so, als ob das Elektron ein Teilchen ist und werden dann kennenlernen das Thomson-Experiment, den Millikan-Versuch. Also da werden die Masse und die Ladung der Teilchen des Elektrons dann letztendlich bestimmt. Allerdings stellen wir dann auch fest, dass man mit der klassischen Physik nicht erklären kann, warum es überhaupt so etwas wie Atomspektren gibt. Wir werden die de Broglie-Wellenlänge kennenlernen, wir werden Elektronenbeugungen feststellen oder kennenlernen, dass das geht im Davison- und Germer-Experiment zum Beispiel. Und wir werden ganz am Schluss dieses Kapitels auch sehen, dass man Moleküle beugen kann. Also auch große Moleküle können sich verhalten wie Wellen. Nach diesem historischen Überblick kommen wir dann zu Kapitel 4 und da müssen wir dann die quantenmechanischen Grundlagen etwas besprechen. Also wenn das eine neue Theorie ist, die muss ich ja irgendwie beschreiben und das macht man mit Hilfe von Wellenfunktionen und Operatoren und ähnlichen Dingen und das ist das, was wir hier kennenlernen werden. Dazu gibt es dann erstmal einen kurzen Überblick über komplexe Zahlen, weil diese Wellenfunktionen, um die es gehen wird, sind tatsächlich komplexwertig, also die können durch im Zahlenraum der komplexen Zahlen und der komplexen Funktionen beschrieben werden. Wir werden zu sprechen kommen auf sowas wie Wahrscheinlichkeiten, auf Operatoren und was eigentlich eine Messung ist und wie ich das überhaupt verstehen kann, dass ich etwas messen kann, das durch eine Wellenfunktion beschrieben wird. Dann stellen wir fest, es gibt sowas wie eine Superposition und einen Erwartungswert. Wir werden Observablen kennenlernen und dann letztendlich auf die Heisenbergsche Unschärferelation zu sprechen kommen, bei der auch Kommutatoren eine Rolle spielen, die wir dann sehen werden. Und die grundlegende Gleichung, die in der Quantenmechanik benutzt wird, ist die sogenannte Schrödinger-Gleichung. Und in dem Comic hier auf der rechten Seite ist die berühmte Schrödinger-Katze angedeutet. Was ist Schrödingers Katze? Ich hoffe, ich kriege es vereinfacht kurz hin. Wenn Sie eine Katze haben und stecken die in eine Kiste und nach einer entsprechenden Zeit möchten Sie nachschauen, ob die Katze nun noch lebt oder nicht, dann ist das Paradoxon des Schrödinger-Katze-Beispiels, dass solange sie nicht nachgeschaut haben, ist die Katze sowohl tot als auch lebendig, denn erst durch die Messung, erst durchs Nachschauen wird praktisch festgelegt, ich bin sicher, sie ist tot oder nicht. Und dann ab Kapitel 5 kommen wir zu unterschiedlichen Bewegungsarten von mikroskopischer Materie und wir werden feststellen, dass sich zum Beispiel Elektronen einfach bloß geradeaus bewegen können. Das sind Translationsbewegungen. Und da fangen wir an mit einem freien Teilchen, also ein völlig freies Elektron, das irgendwo im Weltall sitzt, das sich frei bewegen kann. Wir werden feststellen, ein freies Teilchen als Welle zu beschreiben, ist tatsächlich schon ziemlich anspruchsvoll mathematisch. Und es wird tatsächlich leichter, wenn wir die Bewegung des Teilchens einschränken. Das wird dann beim sogenannten Teilchen im Kasten eine Rolle spielen. Und das ist hier angedeutet, Sie sehen links und rechts wären praktisch zwei Wände und das Elektron kann sich nur zwischen diesen Wänden hin und her bewegen. Und wenn man das dann mit Wellenfunktionen beschreibt, stellt man einige interessante Dinge fest. Und der wichtigste Aspekt hierbei ist, wenn die Bewegung eines mikroskopischen Teilchens eingeschränkt ist, führt es immer dazu, dass ich nicht mehr
kontinuierliche Energien haben kannst, sondern plötzlich diskrete Energieniveaus. Dann werden wir kennenlernen, was passiert denn eigentlich, wenn ein Teilchen auf ein Hindernis trifft, als zum Beispiel auf ein Stufenpotenzial oder auf eine Barriere, und wir werden den Tunneleffekt kennenlernen. Also klassisch ist es ja so, wenn die Energie nicht ausreicht, um ein Hindernis zu überwinden, dann werde ich auch nie über das Hindernis drüber kommen. Quantenmechanisch ist es nicht unbedingt so, sondern da werden wir beim Tunneleffekt sehen, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass mein Teilchen drüber kommt oder durchkommt, obwohl die Energie gar nicht ausreichend ist. Und das ist ein sehr wichtiger Effekt, der eine große Rolle spielt, zum Beispiel beim USB-Stick mit dem Flash-Speicher oder auch in einer sehr, sehr nützlichen Anwendung wie der Rastertunnelmikroskopie. Aber auch wenn wir sowas verstehen wollen wie Ladungstransfer oder Protonentransfer in Lösung, dann kann man das mit Hilfe des Tunneleffektes. Danach kommen wir zu Kapitel 6, molekulare Schwingungen. Also ein Molekül ist nichts Starres, das sich immer in Ruhe befindet, sondern die Atomkerne können sich relativ zueinander bewegen. Aber nicht beliebig. Auch da gibt es diskrete Energieniveaus und bestimmte Bewegungen, die durchgeführt werden können. Und das werden wir in Kapitel 6 kennenlernen. Es gibt den harmonischen Oszillator, der mir das in der einfachsten Näherung beschreibt. Wir werden dann auch kennenlernen, dass harmonisch eben nicht unbedingt zutreffend ist bei unseren Molekülen. Deswegen wird die Anharmonizität eingeführt. Und wir werden dann auch feststellen, wie die Wechselwirkung von Licht und Materie vonstatten geht. Also da werden wir zum ersten Mal so etwas wie ein Übergangstiefenmoment kennenlernen, das eine mathematische Notwendigkeit ist, um zu beschreiben, wie Licht von einem Molekül zum Beispiel absorbiert wird. Und wir werden eben sehen, es gibt verschiedene Schwingungsmoden, und wir werden uns Schwingungsspektren anschauen, um zu verstehen, warum die denn so aussehen, wie sie aussehen. Dann kommen wir in Kapitel 7 zur Drehbewegung. Also ein Molekül kann sich auch um seinen Schwerpunkt drehen. Allerdings auch hier geht es nicht mit beliebiger Energie, sondern wenn man es quantenmechanisch beschreibt, gibt es ganz diskrete Energiewerte, und das werden wir hier kennenlernen. Wir werden sowas wie Eigenwertgleichungen auch hier aufstellen, also das ist ein quantenmechanischer Formalismus, mit dessen Hilfe ich dann feststellen kann, welche zulässigen Wellenfunktionen und Energien ich überhaupt habe. Um das Ganze möglichst einfach zu beschreiben, nehmen wir das vereinfachte Bild des starren Rotators, das heißt, der Kernabstand der Abstand zwischen zwei Kernen ändert sich nicht während der Drehbewegung, und wir werden dann sehen, wie denn eigentlich Rotationsspektren aussehen und wie man messen kann, welche Energieportionen ich in diese Rotationsbewegung hineinstecken kann. Dann werden wir sehen, es gibt auch die Spektroskopie von Schwingungen und Rotationen zusammen, also die rho-vibrationelle Spektroskopie. Das heißt, hier wird zum Beispiel ein Photon meines Lichts absorbiert und dabei gleichzeitig eine Schwingung angeregt und die Rotationsbewegung verändert. Und das führt dann zum Beispiel zu solch einem Spektrum, wie wir es hier drüben haben. Sie sehen, für HBR haben wir hier ganz, ganz viele Absorptionslinien, die in verschiedene Zweige, den P-Zweig und den R-Zweig, aufspalten. Und wir werden erkennen, woran das liegt, und werden auch mathematisch herleiten können, warum das Spektrum so aussieht, wie es denn hier unten rechts gezeigt ist. Dann kommen wir zu den Elektronen. Wie bewegen sich eigentlich Elektronen in meinem Atom oder in einem Molekül? Wir fangen mit dem einfachsten System an, das ist das Wasserstoffatom. Es gibt nur einen Atomkern und ein Elektron, und wir werden dafür die Schrödinger-Gleichung aufstellen. Wir werden die Schrödinger-Gleichung lösen, werden also eine mathematische Formel dafür finden, wie sich das Elektron verhält, mit welcher Wahrscheinlichkeit es an welchen Orten anzutreffen ist. Wir werden sehen, dass es da sowas gibt wie Quantenzahlen und Atomorbitale. Wir können die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen ausrechnen, und wir werden auch sehen, dass die Elektronen einen Drehimpuls haben bezüglich ihrer Bewegung und dem Atomkern. Allerdings noch einen zusätzlichen Drehimpuls, den sogenannten Elektronenspin. Und auch hier werden wir Auswahlregeln kennenlernen, denn ich darf nicht von jedem beliebigen Orbital in jedes beliebige andere Orbital mit Hilfe von Wechselwirkung mit Licht. Was wir hier auf der rechten Seite sehen, da würde jetzt vielleicht der ein oder andere direkt reinschreien, das sind die D-Orbitale. Und da ist jetzt hier schon angemerkt, das sind tatsächlich nicht die D-Orbitale, sondern es ist nur der winkelabhängige Anteil der D-Orbitale. Denn Sie können sich mal überlegen, wie unterscheidet sich ein 4D von einem 5D-Orbital?
Also an dieser Darstellung hier sieht man keinen Unterschied, denn das ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt auch noch einen radialabhängigen Anteil, wie wir da auch in diesem Kapitel kennenlernen werden. Das Wasserstoffatom ist eigentlich das Wichtigste überhaupt bei der Darstellung von Orbitalen, denn letztendlich, wenn ich später mal Molekülorbitale aufbauen möchte, greife ich immer wieder auf die Orbitale, die ich bei der Lösung des Wasserstoffatomproblems gewonnen habe, zurück. Wir werden das auch sehen, wenn wir in Kapitel 10 zu Mehrelektronensystemen kommen. Also da geht es jetzt immer noch um Atome, aber mehr als ein Elektron. Wir können zum Beispiel das Heliumatom hernehmen. Das Heliumatom hat einen Atomkern, der zweifach positiv geladen ist, und zwei Elektronen. Und wir werden hier feststellen, das ist ein Dreikörperproblem. Ich habe drei Teilchen, zwei Elektronen, einen Atomkern. Und das ist mathematisch schon nicht mehr exakt lösbar, weil die Differentialgleichung nicht separabel ist. Wir brauchen also bereits für dieses einfache System ein Heliumatom, eine Näherung, um das mathematisch beschreiben zu können. Und das ist die Orbitalnäherung, die wir dann kennenlernen werden. An der Stelle wird dann auch zum ersten Mal das Pauli-Prinzip eine Rolle spielen. Das Pauli-Prinzip, werden wir sehen, spielt dann eine Rolle, wenn ich mehrere Elektronen hier betrachte. Und wie hier rechts angedeutet ist, Sie kennen es, ich darf hier das nicht so zeichnen, sondern so wäre es möglich. Und warum ist es so? Und wir werden kennenlernen, dass diese Pfeile, die hier eingezeichnet sind, und auch diese Energieniveaus, die werden durch Quantenzahlen charakterisiert. Und ein Elektron muss sich in mindestens einer Quantenzahl von einem anderen Elektron unterscheiden. Das ist eigentlich das Pauli-Prinzip. Und deswegen wäre so etwas hier nicht zulässig, denn hier wäre alles gleich. Die beiden Elektronen, die durch die Pfeile angedeutet sind, wären im gleichen Energieniveau, hätten den gleichen Elektronenspin und würden sich in keiner Quantenzahl unterscheiden. Und das ist eben nicht erlaubt. Elektronen haben auch Drehimpuls. Und Drehimpuls ist eine vektorielle Größe, und da kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt mehrere Elektronen habe, dann ist es wichtig, wie die Drehimpulse der einzelnen Elektronen zueinander stehen. Denn es ist letztendlich eine vektorielle Addition, die ich machen muss, und da spielt es eben eine Rolle, ob sich zwei Vektoren der Länge 1 zum Beispiel gegenseitig aufheben oder in die gleiche Richtung zeigen und dann zu einem Vektor der Länge 2 ergeben. Das werden wir dort auch kennenlernen. Das ist die sogenannte, oder wir lernen dort kennen, die Russell-Saunders-Kopplung für Drehimpulse und für Elektronenspins. Und dann kann man sich als nächstes fragen, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, wie sich die Elektronenspins und auch die Drehimpulse, die Bahndrehimpulse der Elektronen zueinander ausrichten, woher weiß ich denn eigentlich, was die energetisch günstigste Konfiguration ist? Also woher weiß ich, wie sich die Elektronen am besten energetisch verhalten? Und das ist mit den Hundschen Regeln, die wir dann kennenlernen werden, abgedeckt. Die Hundschen Regeln geben einem genau diese Information. Sie haben ein Atom mit ganz vielen Elektronen. Was ist die energetisch günstigste Möglichkeit, wie sich die Elektronen zueinander verhalten? Das Ganze wird dann auch durch sogenannte Termsymbole ausgedrückt. Ein Termsymbol ist eine Größe, die zusammenfasst, wie eben der Gesamtbahndrehimpuls oder auch der Gesamtspin von meinen Elektronen in einem Vielelektronenatom, wie die zusammenspielen. Und auch hier gibt es natürlich Auswahlregeln. Auch im Heliumatom oder in einem größeren Atom kann ich nicht von jedem beliebigen Energieniveau zu jedem beliebigen anderen gehen. Und das ist hier unten rechts angedeutet. Also von einem 2S in ein 1S-Niveau kann ich zum Beispiel nicht gehen. In einem Dipolübergang von einem 2P-Orbital kann ich in ein 1S-Orbital hingegen schon gehen. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Kapiteln. Nachdem wir Atomorbitale besprochen hatten, gehen wir dann letztendlich endlich dazu über, uns mal Moleküle anzuschauen und schauen uns das H2-Plus-Molekül an. Das ist ja das einfachste Molekül, das man sich vorstellen kann. Zwei Protonen als Atomkerne und ein einziges Elektron. Allerdings habe ich auch hier das Problem, es ist ein Dreikörperproblem, genauso wie beim Heliumatom. Und auch das kann ich nicht analytisch exakt lösen, ohne eine Näherung zu machen. Und wir werden feststellen, dass wir dort die Born-Oppenheimer-Näherung einführen, eine sehr nützliche Näherung, bei der die Bewegung von Elektronen und von den Atomkernen voneinander entkoppelt betrachtet wird. Wir werden dann hier auch auf eine Technik zurückgreifen, die Linearkombination von Atomorbitalen heißt. Und wie der Name schon sagt, obwohl ich eigentlich beschreiben möchte, wie sich das Elektron in H2+ im Molekül verhalten darf, also
brauche eigentlich ein Molekülorbital, konstruiere ich mir das letztendlich aus den Lösungen, die ich fürs Wasserstoffatom gewonnen habe. Das heißt, ich betrachte die Lösung, wie verhält sich ein Elektron im Wasserstoffatom, und diese Lösungen nehme ich hier und bastle mir daraus ein Molekülorbital. Wie man das macht, werden wir dann dort kennenlernen, und eine sehr nützliche Technik, die man dort verwendet, ist das sogenannte Variationsprinzip. Und im letzten Kapitel dieser Vorlesung werden wir das Hüttl-Verfahren kennenlernen. Was ist das Hüttl-Verfahren? Nun, das Hüttl-Verfahren ist eine Methode zur Abschätzung der Lage der Energieniveaus in Pi-Orbitalen konjugierter Moleküle. Wir werden dann solche Dinge kennenlernen wie das Überlappintegral, das Coulomb-Integral und das Resonanzintegral. Und das Coulomb-Integral in solchen Molekülen heißt zum Beispiel Alpha, das Resonanzintegral heißt Beta zwischen benachbarten Atomkernen, und wenn sie nicht benachbart sind, ist das Resonanzintegral gleich 0. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite diese Matrixdarstellung. Was soll das jetzt bedeuten? Nun, das ist die Matrix, die man für Butadien hernehmen würde. Man sieht, auf der Diagonalen stehen die Coulomb-Integrale, auf der Nebendiagonalen, das beschreibt praktisch die Wechselwirkung zwischen den benachbarten Atomkernen, stehen die Resonanzintegrale, und die anderen Einträge dieser Matrix sind dann entsprechend 0. Und mithilfe dieser Matrix kann man sehr gute Abschätzungen darüber machen, welche Energieniveaus vorliegen und wie diese besetzt sind. Und der Vorteil an diesem Hüttl-Verfahren ist tatsächlich, dass ich ohne große Rechnungen anstellen zu müssen, gute Abschätzungen machen kann, ob eine Doppelbindung zum Beispiel zu einem Energiegewinn führt oder auch nicht. Das ist also der Überblick über diese Kapitel, die 12 Kapitel, die wir in dieser Vorlesung bearbeiten werden. Und der Stoff hat natürlich sehr, sehr viele Formeln. Das ist klar. Das heißt, es sieht wahrscheinlich öfter mal so aus. Das Ganze werden wir zum Teil tafelbasiert machen. Das heißt, PowerPoint-Folien kommen nur da zum Einsatz, wo es dazu dient, um was zu veranschaulichen. Für komplizierte Formelherleitungen werde ich das nicht so machen, dass wir das auf PowerPoint machen, sondern das machen wir dann wirklich Schritt für Schritt in einer Darstellung, wo wir quasi zusammen das Ganze schreiben können, sodass man es auch in dem Tempo mitverfolgen kann, das man hätte, wenn man es selbst mitschreibt. Es gibt auch viele grafische Elemente. Dazu werden eben dann doch PowerPoint-Folien eingesetzt werden, und es gibt auch Animationen. Die Links zu den Animationen werden dann auch im GRIPS-Kurs eingestellt werden, beziehungsweise Sie werden in den Videos hier natürlich diese Animationen auch sehen. Ich möchte eben nochmal darauf verweisen, dass Sie sich in diesen GRIPS-Kurs anmelden, denn dort liegt das ganze Material, das diese Vorlesung begleitet, bereit. Und damit möchte ich mich für die erste Vorlesung hier bedanken bei Ihnen, dass Sie es bis zum Schluss ausgehalten haben. Gleich kommt noch die Auflösung des Quizzes, wo die 5 Fehler waren, und damit sind wir dann durch mit dem ersten Vorlesungsvideo. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch das zweite anschauen.